Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Mein Name ist Johanna und ich werde euch heute ein paar Shortcuts zeigen für After Effects, die super praktisch sind und womit ihr einfach viel schneller arbeiten könnt. Wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, dann könnt ihr euch gerne diese Playlist hier anschauen. Da habe ich alle meine Videos reingepackt. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Insta folgen, weil da poste ich auch hin und wieder mal so kleine Mini-Tutorials in meiner Story. Aber ich würde sagen, fangen wir an. Die Shortcuts, die ich euch zeige, die beziehen sich auf die Basic-Animationen von After Effects. Und zwar die Skalierung, die Deckkraft und die Position. Und zwar ist es so. Ich habe jetzt hier mein Bild von mir genommen und was ich jetzt mache, ist, dass ich auf meine Ebene klicke und wenn ich dann auf S drücke, dann komme ich zur Skalierung, wenn ich auf P drücke, zur Position und wenn ich auf T drücke, zur Deckkraft. Das ist super praktisch, weil wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr habt in After Effects 20, 30 Ebenen oder so und ihr wollt zum Beispiel nur die Skalierung ändern, wollt aber nicht die komplette Ebene aufklappen, dann ist es super praktisch, wenn ihr diese Shortcuts kennt. Ein weiterer wichtiger Shortcut ist das U, weil wenn ihr das U drückt, öffnen sich alle Ebenen, die Keyframes haben und wenn ihr dann wieder U drückt, dann schließen sich auch alle Ebenen mit Keyframes. Diese Shortcuts sind super praktisch, vor allen Dingen, wenn ihr extrem viele Ebenen habt, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel 30 Ebenen habt und ihr wollt dann bei einem Bild oder Video die Skalierung ändern, ihr wollt aber nicht das komplette Programm erstmal aufklappen mit den Effekten, dass es dann so richtig groß ist, drückt ihr einfach S und habt nur die Skalierung gezielt. Das ist mega praktisch. Genauso ist das U, finde ich, auch super praktisch, weil ihr auf einen Blick sofort seht, oh, wo sind überall Keyframes? Und ihr könnt halt auch, wenn ihr alle Ebenen irgendwie geöffnet habt, dann könnt ihr mit U alle Keyframes und alle Ebenen wieder schließen. Mir hat das auf jeden Fall super geholfen und ich hoffe, es hilft euch auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne Like, Kommentar oder Abo da und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr gerne mehr solche Videos sehen wollt. Ansonsten, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!